Die Rendsburger Hochbrücke wird im kommenden Sommer in einem ungewohnten Licht erstrahlen. Denn der Medienkünstler Till Nowak arbeitet zurzeit an einer Installation, die die Brücke nachts beleuchten soll. Wie er das anstellt, hat er uns bei einem Besuch in seinem Hamburger Atelier erklärt. Die Grundidee ist, dass sich an beiden Ufern ein Steuerrad befindet, mit dem jeder Passant, der da vorbeiläuft, die Farbe an seinem Ufer selbst einstellen kann. Und man dreht als Benutzer an diesem Steuerrad und sieht, während man das macht, riesengroß an der Brücke, wie man selbst gerade die Farbe beeinflusst. Und in dem Moment, wo man dann sieht, okay, jetzt ist hier das mein Lieblingsgrün zum Beispiel, dann hört man einfach auf zu drehen und dann ist deine persönliche Farbe sozusagen als Brückenbeleuchtung zu sehen. Die Schwebefähre unter der Hochbrücke transportiert normalerweise Autos und Personen über den Nord-Ostsee-Kanal. Nowak macht aus ihr ein Kommunikationsmittel. Und wenn die Schwebefähre sich bewegt, hin und her fährt, dann nimmt sie die Farbe von einem Ufer zum anderen und wieder zurück. Das heißt, man kann sich Farbe, also quasi immaterielle Güter, wenn man so will, also symbolisch gesehen, über die Fähre, über diese Lichtinstallation hin und her schicken. Also dass die Farbe sozusagen von der einen Seite zur anderen transportiert wird und man sich dann fragt, ach, guck mal, da drüben ist jetzt einer, der hat Lila eingestellt. Warte mal, bis das Lila hier rüberkommt, dann schicke ich dem das als Türkis wieder zurück. Fasziniert ist Nowak von der Struktur und den gigantischen Ausmaßen der Brücke, die allerdings nur bedingt zur Geltung kommen. Tagsüber ist man ja glücklich, weil man kann sie sehen. Nachts ist sie bisher einfach überhaupt nicht zu sehen. Und das ist einfach auch der Grund, warum wir da was machen und das unbedingt ändern wollen, weil es einfach diese Brücke einfach quasi verdient hat und dafür gemacht ist, auch gesehen zu werden, weil es einfach ein eindrucksvolles Bauwerk ist. Der Hamburger Künstler ist international enorm erfolgreich und hat bereits viele Großprojekte verwirklicht. Die Rendsburger Hochbrücke ist jedoch auch für Nowak eine besondere Herausforderung. Bisher ist es also für mich die größte Aktion, die ich bisher in meinem künstlerischen Portfolio habe sozusagen. Und bin halt natürlich deswegen auch extrem gespannt darauf, wie sich das dann später in der Realität dann abbildet.